Gut, dann schauen wir mal, ob das hier was wird. Inka? Mal. Wir wollen diesmal rechts rumgehen, ne? Mal schauen, ob das, ob das klappt. Ich muss den einen halt, den großen, dann rechts rumziehen. Gucken, ob da bis dahin meine Inka dann noch ready ist. Ist der große jetzt? Mich den jetzt hier schon pull, edit der? Die kleinen? Ja. Nutzen wir Bloodlust jetzt oder nicht? Ja. Achtung, der erste Shade spawnt jetzt schon. Oh, da ist die zweite Gruppe geredet. Ein Shade noch da. Nee, nee, ich bin da gleich rein, hab Inka nur laufen. Also. Ja, nix mehr. Oh, ich hab keinen Stun mehr gehabt. Fuck. Kann ich versuchen, ein bisschen rauszuziehen? Ich stun? Oh, egal. Hauptsache erst gestern. Shades kommen wieder, Achtung. Knockback immer. Jo, nice. Ich bin außer Reichweite. Okay, ich hau Mass Entanglement. Okay, oder auch nicht. Passt. Rechts halten, glaube ich, jetzt, ne? Genau, jetzt rechts halten. Ich hab wieder Pride. Combust. Ja. Ich kann nicht kicken, den ersten, Stun. Ich kann. Ab. Mal gucken, wie weit wir darüber können. Diesen Seuchenvogel. Ich würde den nur adden. Alles gut. Ich muss näher ran. Knockbacke, passt auf, ich kick die hinter. Ein Root drauf. Hier machen wir da eine riesige Gruppe, oder? Ja, ich pull aber erst ihn raus. Das wird er nicht. Ich bin außer Reichweite. Achso, eine Frostnova gleich erstmal? Ja, ja. Der eine wurde gehittet. Ja, ich kick ihn nochmal weg. Der andere läuft jetzt auch los, oder? Ich mach ein Massentanglement drauf. Müssten wir sie ja kriegen, oder? Jetzt kommen neue. Ja, ich kann nochmal das rentieren. Töten. Ja. Pass. Das war aber just in time hier. Zieh alle zusammen, dann kann ich kombusten. Jo, passt. Boah. Ah, jetzt ging's auch gut mit der Inka aus. Ui, ich hab grad ein bisschen. Ich hab auch Ultra Deluxe gehabt. Hey, warum haben wir denn jetzt den. Ist das. Das ist nicht gut. Das war gewollt, ja, wir müssen alle zum Pride, alle zum Pride. Oh. Aber alles gut, passt ja locker. Müssen wir den Boss halt gleich ein bisschen auf die rechte Seite ziehen. Okay, also dann kriegst du auf der... Ja gut, klar, wir haben viel mehr Mobs gemacht. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass wir den Pride dann quasi auch anders spielen. Wenn da so kleine Ads spawnen, die triggern den einen aber nicht, oder? Nein. Die spawnen auch auf unserer Seite. Deshalb den Boss einfach ein bisschen hier hin ziehen gleich. Ich lauf ein bisschen runter. Ich brauche ein Ziel. Eindringlinge! Gespannt.
Ja, hier kannst du ihn ungefähr stehen lassen schon. Der eine kommt noch, oder? Der läuft hier die Runde, glaube ich. Ja, der läuft nur bis halb. Okay. Aber er läuft auch wirklich bis halb, also nicht weniger. Genau bis dahin. Jetzt gleich das eine, dann bitte enttangeln hier, wenn das kommt. Ist da? Also, das Dicke ist noch nicht da. Sorry. Bei den Rechten dann gleich eine Frostnova, bitte. Gleich kommt auch das Wegkicken nochmal. Achtung. Kannst du ein Stück ziehen? Ja, bitte. Ja, ich geh ein Ticken hier hinter. Ich hab den einen gestunt, der nah dran ist. Ja, ich tu mal Massentanglement jetzt auf alle schmeißen. Ja, perfekt. Hinter ihnen. Ja, muss jetzt sterben. Ah, locker, aber locker weg. Theoretisch brauchen wir den einen ja dann gar nicht spielen, oder? Den einen. Nein, Mann. Okay. Ah, doch, der ist da mit drauf. Aber wir haben jetzt vorher schon genug Prozent. Der ist nicht mit drauf, glaube ich, in der Route. Ach so, nee, stimmt. Ah, oh, die sind so behindert angemalt. Die Farben sind teilweise richtig Bullshit. Ja. Das nächste ist jetzt hier die Dreierpack. Lass die ruhig hier drin stehen wieder. Ja, ja, mach ich. Ich habe mir Combustion auf für den großen. Ja, wir werden, der wird vielleicht. Frostnova. Okay, nice, er ist nicht geedit. Achtung, wegen der Spitefuls. Der ist so ein Thema. Ist der alle geroutet? Ja, perfekt. Kommt noch einer? Ich kick. Achtung, dieser Breath. Rausgeschossen. Stacheln, Achtung. Mach hier nach ruhig erst eben ganz kurz diese fünf Dinger, bevor wir weiterziehen, weil dann können wir die anderen direkt in die Putz ziehen. Den Spawn nicht vergessen von den Kleinen. Ja. Rechts, die stehen allerdings auch gerade sehr gut. Könnten wir eigentlich direkt danach reinrennen. Ah, fuck. Ja. Ist egal. Wir können die auch in die hintere Gruppe reinziehen, theoretisch. Die hier jetzt? Ja, genau. Ich pull dir den solchen Binder hier hinterher, dann können wir gleich die Kiste dafür die andere Gruppe nehmen. Achso, okay, ja. Wenn wir Glück haben, kommen die sogar auch noch rein, dann explodieren gleich alle vier gleichzeitig. Okay. Hast du eine Frostnova? Jo, ist schon. Oh nice. Der eine muss gekickt werden, dieser Schleim. Ich stun den mal einmal. Ich hab den gerade gekickt. Ja, alles gut, der explodiert jetzt auch nochmal. Oh. Und hier mal nochmal. Ich kann die gleich nochmal knocken. Ja, alles gut. Gut, das war ja, der eine ist leider nach hinten geflogen. Alles gut. Ungünstig. Durch den Lock hat er mich halt gar nicht gehittet. Glück, er hat mich zwar anvisiert, aber er hat sich umgedreht beim Vorbeifliegen. Oh, könnt ihr den schnell stunnen kurz? Ah, ja, danke. Perfekt. Ja, war perfekt. Hier kicken, was geht, ne? Mhm. Na, ich zieh Combustion. Und eine Frau Snowa wäre geil. Nee, hab ich leider nicht. Und okay, zwar... hat aber getroffen, hat alles getroffen, alles gut. Ich stelle uns... Ah, kriegen wir hin, oder? Ja, ihr habt gerade die Krankheit drauf, DK. Deshalb einfach warten kurz. Die drei sind halt echt mies, mit ihren Dots von der Soulstone. Wollt ihr jetzt die große Gruppe als nächstes pullen? Nee, erst den kleinen Schleim, warte. Oh, den lila, oder? Ja, den lila Schleim erst. Den können wir ja hier in den Kanister reinziehen. Jo. Bei blau. Zieh du einfach den Schleim, ich kick dir den hinteren dann schon. Oder das läuft einfach. Aber wirklich erst den Schleim halt alle fokussen. Nice. Das wird jetzt schön in der großen Gruppe. Ich habe leider noch kein Inker ready. Achso, warte, wir haben eh noch einen Pride. Ja. Perfekt, ja. Danach ist mein Inker.
Wir müssen eher eigentlich auch die drei kleinen Dinger oben noch machen. Lups. Die würde ich aber erst danach spielen. Erstmal mit Pride die große Gruppe. Naja, hast du auch wieder recht. Ja, gut, ich denke mal, danach haben wir Pride auch noch, oder? Und, naja, gut, die Kleinen haben wir vorhin relativ gut weggekriegt. Ich hab hier schon so Horrorszenarien gesehen, da sind die Kleinen losgelaufen und haben drei Gruppen gepullt. Dann war Feierabend. Ja, da jeder ist in eine andere Richtung und dann die da hinten, die da rumlaufen, hier nochmal und dann irgendwo ist nochmal irgendwas hergekommen, dann hatten wir alles. Wir hatten mal das Horror-Szenario mit einem Palitank, der halt sein Schild geworfen hat und es ist auf den nächsten Großen gegangen. Ah, das war letzte Woche. Okay, dann nehme ich jetzt aber, versuchen Sie es mal, ich zieh die mal zurück. Nee, mach die ruhig da. Achso, ja, stimmt. Das reicht auch wieder. Dann mal den Breath, warte mal, ich gehe nochmal einmal raus und dann... Okay. Sorry. Kann das schon läuft? Ich bin gerootet gerade. Ich krieg vielleicht ein bisschen viel Damage. Ja. Das war... Ja, wenn du da einmal in dem Root versteckst, kannst du vergessen. Jetzt müssen wir halt gucken, die flitzen jetzt. Die ersten Geister. Und beide Geister kommen zu uns, Rangers, kein Problem. Na gut, so, die Milis sind am Laufen. Nö, ich stehe mit dem Heiler ja hier auf der anderen Seite. Ja gut, aber mich als Denker wollen die nicht, die müssen ja zu euch kommen. Wenn die beiden Milis laufen. Waren beide tot? Ja, die sind beide abgenippelt. Ihr Lappen. So, die müssen wir jetzt schon noch machen, die Blobs, ne? Achso, ich muss wieder drüber laufen. Also schon weg. Die Blobs kannst du aber direkt erstmal im Kanister lassen und dann. Mhm. Hier aber auch kicken, wie da was geht, ja. Mhm. Die legen keine Flächen. Nee, wir aber Prides. Wir müssen auch. Text liegt. Ey, dieser Buff ist. Was? Der haut krass. Mich? Warum haut mich so ein Schemen? Okay. Switcht der das Tage? Warte. Ja, macht er. Jetzt haut er mich. Denk dran, hier eben Necro benutzen. Ja, hab ich gerade. Achso, schon. Deswegen habe ich gemuddelt, ich cast Necro durch und der haut mich. Danke. Ich kannte den Buff bis gerade eben ernsthaft nicht. Ich habe das auch lange nicht gecheckt hier, dass man die immer absaugt. Ich vergesse es voll oft auch. Ich ziehe wieder Combustion. Mhm. Dann ist der gerade weggelaufen wieder? Mhm. Ja, nice. Kannst schon mal weiter rennen, alles gut, der droppt jetzt hier. Lass mal gucken, dass wir den links nicht adden. Ich kick die, passt auf. Ihr müsst da ein bisschen weg wahrscheinlich. Ich bin schon auf die andere Seite extra machen. Ja, ich hab's halt voll auf den Magier drauf gekickt, aber... Boah, alles gut. Ich anders... Ich finde das so schade, dass die Barrels hier weggemacht haben. Das ist Wenn jetzt noch zwei spawnen, nimm die mit runter. Wenn wir schnell sind, können wir die linke Gruppe adden oder die rechte, dass die der rechte versuchen schnell. Ja, edit, ich bin übelst weggeslowt. Einfach alle hochlaufen, dass sie da reingehen noch. Oh. Müsste. Na, Hauptsache der lila Schleim war drin. Da war genug drin. Okay. Easy. Oh, der Schleim muss. Kann einer? Ich bin tot. Ja. Das war so klar, ey. Schema.
Ah, ich war wieder geroutet und dann war wieder Ende. Echt eine fiese Woche für Milis. Ja. Den kannst du auch wieder absaugen hier. Retzieren, ja. Ja, erstmal sauge ich gerade gar nichts. Retz jetzt doch keiner? Ja, doch, doch, ich kaste. Okay. Jo, ich gehe ihm saugen. Ich kick den rechten. Pull gleich den linken noch. Und Combustion läuft. Jetzt haben wir hier den Pride. Ja. Lass ein Stück die Treppe hochgehen, wenn den Geist hat. Mhm. Versuch keinen zu treffen. Okay, jetzt. Auf der Treppe ist egal. Ihr seid immer eine Ebene unten drunter. Bist du dir sicher? Ich wurde letztens hier auf so einer Treppe weggestunt. Echt? Wurde ich auch, ja, wo der über mir drüber ging. Ja, ja. Also wäre das am Anfang war das so, aber ich glaube mittlerweile. Guck. Ja, aber nach unten. Also nach unten musst du drauf achten, aber nach oben nicht mehr. Stell mich mal rein jetzt hier. Achso, okay, das war zu weit. Aber nach unten geht's nämlich immer auf deiner Ebene rein, einfach in die Treppe. Denk dann, dass wir gleich schnell durch müssen, weil der Boss, wir haben nur, bis wir ankommen, haben wir nur ungefähr 3 Sekunden Zeit, die zweite Gruppe zu pullen. Wollen wir nicht einfach den Boss wegblasten? Nee, nicht mit der, hinter springt er dahin, dann ist wieder kacke. Jetzt ist halt die Frage. Ich pull den Caster, zieh einfach. Okay. Alles easy. Achtung, der Caster, der eine brefft aber gleich. Ja. Ach, scheiß drauf, geh hin. Der Combustion auf. Wie kannst du den grippen? Mit dem Necro. Ah. Au, ihr Grip. Also ich habe noch nicht alle Special-Zauber von allen Klassen auf dem Schirm tatsächlich. Versuch nochmal wegzukicken. Denk an Dinge aussammeln schnell. Achso, ja. Boss kommt auch so gerade wieder. Passt eigentlich gut. Lass eben hier warten. Mein Proc. Wollt ihr HT für ihn usen? Ja, lass ruhig wieder machen. Jetzt haben wir halt auch keinen, ne? Pride. Hütet euch. Ich muss näher ran. An den Boss ran, bitte, einer. Du musst immer am Boss stehen hier, sonst macht er die ganze Zeit diesen AOE-Gift. Naja, ich wollte ihn gerade versuchen, ein bisschen wegzuziehen. Ich habe den einen geroutet bekommen. Ja, aber das Problem ist, jetzt kriegt die Bombe halt keinen Damage. Weil das Ding jetzt in der Bombe geroutet ist. Dann jetzt nur noch. Ja, wir müssen doch den kleinen Schleim machen. Problem ist, sobald ich den einmal an mir dran habe, kriege ich nicht mehr weg. In das Wasser, du musst in das Wasser steppen. Okay. Dann. Jetzt testen wir den Schleim. Ich hole mir den anderen. Hab. Eine Infusion von Kreation sollte ausreichen. Es wird Zeit, dass dieses Experiment zu einem explosiven Resultat. Wir können einfach auf den Boss durchziehen. Lass einfach auf den Boss durchziehen. Ich ziehe Combustion an. Ja. Ich grippe das Ed gleich weg. Da bleibt ihr kurz da. Jetzt bitte tangeln. Ja, da war ein Dot drauf, ne? Dann zieh den Boss. Ich oder mach noch das, mal genau. Kicken und Dings, ne? Ja, perfekt. Also 13% plus Pride. Ja. Lass uns erst die Tentakel machen, sonst explodiert der Kleine so hässlich hier, dass wir da nicht mehr drankommen. Ich kann sie.
Aber so bekommen wir dann auch wieder den Pride nicht in den Boss, oder? Ja. Ja doch, oder? Wir können ja erst die Boss, wir können ja schon erst die Ads unten machen. Also ich glaube nicht, dass es aufgeht. Die bringen, glaube ich, ein bisschen viel. Ich muss näher ran. Ich kann den nicht sonnen. Ich desorientiere. Ah, oh, nice. Ich kann da mit desorientieren und mit dem Knockback interrupten, die Sachen. Wieder Combustion. Ja. Ich kann den nicht stunnen, wenn er seinen Grip jetzt macht. Ist auch nicht. Ah, kommt gar nicht jetzt. Bitte. Geh weg. Was gerootet? Ich habe letztens hier mit dem Waffenproc, ne, wo diese lila Welle rauskommt, eine Gruppe in der Innie zugeaddet. Seitdem habe ich ein bisschen Paranoia, in quasi mich so hinzufacen, dass ich was adden kann, damit es echt ätzend. Die geht relativ weit tatsächlich. Die alte Twilight. Ich habe mich neulich auch gefragt, ob das tatsächlich addet. Ja, doch, also ich habe es schmerzhaft erfahren, es addet leider und es war dann Vibe und es hat uns den Kiki kaputt gemacht tatsächlich. Ja. Halt richtig ätzend. Was für eine lila Rotze? Hä? Das ist so eine Waffenverzauberung. Ich wollte die mal testen, ob sich das lohnt. Okay, diesmal versuche ich erstmal hier und dann die anderen. Gleich ruhig, Ah, fuck, ich hätte das nicht countern sollen. Gleich ruhig bitte den Heckenschützen fokussen, damit er gar nicht erst anfängt mit irgendwelchen dämlichen Gruppenschaden. Kannst du den gleich in die Gruppe mit dazu ziehen, falls sie sich bewegen? Dann kann ich combusten. Ja. Und Schemen? Oh, jetzt habe ich natürlich den einen Schemen auch mitgegrippt. Da sind irgendwo Tarnlinge. Auch hier sind sie? Ja, hier. Schon krass verteilt irgendwie. Boah, da hat schön die Kelle mitbekommen. Oh. Ich habe kein Ziel. Oh, zittert er mich kurz. Wieder. Ja. Ich retz, ich retz. Ja. Becken. Ja gut, beim ersten Mob, den wir da drüben killen, kommt da halt der Pride, ne? Ja, wir müssen die drei gleichzeitig runterbringen jetzt. Jo, auf aber geht's. Eigentlich, das sollten wir auch hinkriegen. Ich hoffe es mal. Ich stun den Defender. Das sind hier. Oder das? Oh, Tarnlinge. Tarnlinge, ja. Sehr gut alles. Was passiert eigentlich, wenn die mehr auf die Schnecke ist? Mehr auf die Spinne, mehr auf die Spinne, der Heckenschütze stirbt schon fast. Wenn wir was? Wenn die Tarnlinge nicht schnell killst, was passiert dann? Dann springen die auf die Leute drauf und sobald die springen, machen die super viel Damage auf dem. Ja, da kommen wir nochmal welche. Okay. Mitte. Sind alle rausgeholt. Aktuell ist das sehr gut verteilt von AP her. Ich grip den einen, ich kann den Defender nicht grippen. Komm mal zu dem Heckenschütze. Ja, das sieht aber sehr gut aus. Wir müssen aber ein bisschen kiten mit dem Pride wegen der ganzen Shades jetzt hier am besten. Okay. Eine Spinne ist noch am Leben. Ja, aber es ist nur so ein Mini-Ding, das ist Wurst. Knockback nochmal rein. Ja, passt doch. Alles easy. Ei. Das Einfachste ist, wenn man alle, wenn sich alle genau unter Sprite stellen und derjenige, der es hat, geht einen Step nach hinten. Ja gut, wenn das Tank einen Step nach hinten geht, kommt der Pride halt auch mit, ne? Ja. Aber du steckst ja auch nicht unter Pride.
Die anderen gehen halt einfach dann den Step mit, weißt du? Gleicht sich wieder aus. Kiro haben wir erst in 3 Minuten. Ja, das müssen wir dann halt doch für den Endboss. Kannst du den ein bisschen zu mir bringen? Ich hab schon Combustion gezogen. Ja. So. Danke. Ich denke mir, das sieht diesmal relativ gut aus, ne? Weil ich mir wieder nicht so hundertprozentig sicher bin, ob wir den Prozenten hinkommen. Vorher haben wir, glaube ich, irgendwas von 81% gehabt, gesagt. Da haben wir aber dann die 3 Blubs unten gelegt, ne? Diesmal hatten wir die jetzt halt nicht dabei. Achso, jetzt stehe ich alleine. Letztens hatte ich auch eine Gruppe, da hat keiner die Ads rausgeholt, ne? Da musste ich immer alleine komplett alle ablaufen, das war so ätzend. Ist ganz gut, dass hier die ein bisschen das mitmachen. Aber... Die Prozente brauchen wir jetzt nicht mehr, also unten... Die Schleime, oder? Ne, jetzt schon fast drüber. Die anderen geben 14. Wir können aber jetzt erst den Rest machen und dann die Schleime. Ich glaube, wir brauchen 1 oder 2 Schleime, aber nur... Ja, 2 müssten wir noch... Wer soll ich einen holen? Nee, lass erstmal alles andere machen, komm. Okay. Dann können wir den Buff mit in den Boss nehmen. Ja gut, aber dann haben wir halt den Pride, ne? Dann, wenn wir jetzt alles andere machen... Ach nee, stimmt, nee, der Pride... Nevermind, okay, egal. Der kommt ja dann erst. Passt. Ich bin mir fast sicher, dass es sogar ausreicht, dass wir direkt Pride bekommen. Jetzt am Ende. 14,5% geben die. Und die anderen geben jetzt, also wir kommen bei 98 raus jetzt. Jetzt müssen wir halt echt hart aufpassen hier mit 2 Minis, das zackt jetzt halt wirklich, also noch gerade mehr als mit einem Demon Hunter, wahrscheinlich. Kannst du den dicken spotten? Ja, hab. 8, jetzt kommen gleich die ganzen Shades. Ach ja, ich freu mich. Machen wir mal einen Vortex rein dann. Müssen wir mal einmal desorientieren. Ich knockbacks ihn mal. Ich komme mit Frost nur noch mit. Oh, das sah aber gut aus, ey. Die anderen kommen auch schon. Pass auf, wenn du da in der Mitte stehst, nicht, dass er... Ich krieg den Boss. Dann kommt er. So, den Mobs ist okay. Echt krass, ne? Wenn die mich da alle hitten, dann bin ich instant weg. Ja. Klar. Ich lauf schon mal vor und hol so einen Schleim. Ne, brauchst du nicht bis hierhin holen. Warum? Ja. Wir haben doch 99,67. Das rinnt hier mal? 99,67. Einer reicht, der erste. Ja, okay. Passt, da sollten wir halt noch killen hier, ne? Ja, der eine Shade ist halt noch da. Ist okay. Ach, jetzt. Aber wenn du eine komplette Caster-Gruppe spielst, dann ist das eigentlich ein ziemlich einfacher Fix die Woche. Wir spielen normalerweise, also in einer anderen Gruppe, wo ich immer spiele, spielen wir mit 2 Huntern und noch normalerweise einem Magier. Oder Shadow wahlweise. Ja. Gerade bei 2 Huntern passiert halt eigentlich gar nichts. Ne? Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Lädt immer noch auf.
Gerani, ich grüße dich. Schauen wir mal, diesmal sieht's ganz gut aus. Ich könnte hier den Buff noch mitnehmen. Mal, wie das hier läuft. Ach komm, ich zieh Inka gleich am Anfang, scheiß drauf. Sollen wir nochmal hier den Buff? Du, müsste alles noch gehen. Wisst ihr jetzt nicht, dass sie den rausgenommen haben? Die nehmen eigentlich die allerwenigsten Mounts raus, ne? Nur solche Sachen, die jetzt mit Achievements zusammenhängen, dass man es Zeit voraus und sowas. Solche Sachen haben sie rausgenommen, aber sonst ist eigentlich immer noch alles im Game. Das ist zu weit entfernt. Darf ich eigentlich nicht tanken? Bin. Wir haben jetzt halt auch noch HT. Juste dann HT beim letzten, oder? Ja, können wir machen. Komm, was du gerade aufstehen. Okay. Mein Pet hat schon wieder auf passiv gestellt, ich habe keine Ahnung. Self-CD ziehen. Na, da ist nochmal einer gekommen hier. Weiß nicht so wild. Dafür haben wir relativ einfache Pattern. Ich habe AMZ ready, wenn ihr kommen wollt, aber ich stelle das gleich erst auf den. Hier, auf die Freifläche. Denkt man trotzdem jetzt move, nachdem das weg ist? Oh. Jo, wunderbar. und Anima. Yay, das Trinket, das ich heute bekommen habe, eh. Brauchst du jemand? Ja, wenn du es nicht brauchst, ne? Das Headset ist einfach ausgegangen. Das ist sogar ein Proc-Ding. Das wäre sogar gut. Ich will nämlich mit einem Proc und mit einem Use spielen. Wie gesagt, wenn es keine andere braucht, kannst du es direkt haben. Ansonsten rollt gerne. Okay, keiner meldet sich. Also. Rücken. Achso, ich hätte den Rücken, würde ich nehmen. Also jetzt für. Aber nur für Second, also ich brauche nichts. Warte mal, das wäre sogar Versa Tempo, wäre sogar Biss bei mir. Ja, ne, dann könnt ihr. Wunderbar. Boah, dann sind wir ja richtig mit Gier rausgegangen hier. Das ist bei mir nur 2%. Der Rücken ist doch eh zweimal gedroppt. Bin doch eh zweimal verrollt, oder? Nee, ich habe meinen, ich habe gepostet, weil ihr noch über den das andere Amt reden wollt. Gut, danke dir. Okay. Oh, was für ein Key kam denn jetzt eigentlich raus?